Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Mouse Only May. Heute mit Mitosa. Und ich finde den Ladescreen schon sehr super. Ich meine, so ein Elefant im pinken Laufrad finde ich weit vorne. Das Spiel ist eher so ein, ja, soll ich sagen, ist mehr so ein kleines, sehr, sehr wirsches Sandbox-Teil. Wobei Sandbox trifft es auch nicht so richtig. Ich glaube, ich erkläre es einfach gar nicht. Ich mache jetzt einfach mal. Letztendlich trifft man immer nur Entscheidungen. Will man das ein oder das andere Symbol? Da werden aber sehr seltsame Sachen draus. Ich fange jetzt erstmal an mit dem Blumenpott hier. Und Wasser oder Düngen. Ah, wir machen mal das. Okay. Da fällt mir ein, ich glaube, ich muss den Sound noch mal ein ganz bisschen leiser machen. So, und dann nehmen wir mal... Wir bleiben einfach mal hier auf der Seite. Was? Und was ist das? Ah, ein Traum. Okay, das war eklig. Wer macht denn sowas? Naja, und so ist letztlich das komplette Spiel. Also es gibt hier eine ganze Menge Möglichkeiten rauszufinden. Wir machen hier nochmal weiter. Ich fand das grundsätzlich eigentlich ganz interessant. Was passiert denn, wenn wir jetzt die Spinne nehmen? Das mit der Schere hat schon was. Oh, nee, bitte keine Eiswaffel. Das wird doch garantiert eklig. Was? Was? Oh, da geht mein Wecker im Hintergrund an. Hat niemand gehört. so. ich will das nicht. Okay, was passiert mit dem Vogel? Klein, oder? Ach, komm. Piep. Oh. Gut oder böse? Aber wir probieren mal beides aus. Wir machen erstmal gut. Will ich das? Oh, okay, ich glaube, das war's schon. Jetzt frage ich mich natürlich, ob man in der Richtung noch hätte mehr machen können. Es tut mir leid, ich muss da nochmal weiter nachgucken. So, was passiert jetzt hier? Au! Na, okay. Gut, dann war's das. aber dann machen wir das ganze Ding jetzt mal böse. Und das ist auch einfach schon... Es ist einfach nur falsch. Was? Ist das eine Todesaubergine? Ah.
Ich habe das alles nie gesehen. Quack says the duck, ganz klar. Ach, ihr wollt es doch auch. Das ist doch garantiert wieder die Aubergine. Nicht die Aubergine. Oh Mann. So, eine Sache probiere ich nochmal. Es wird heute ein bisschen kürzer. Ich will euch ja nicht sämtliche Sachen vorwegnehmen. Oh, ein Blümchen. Dann nehmen wir mal das halbe Disney-Logo dazu. Was ist nur aus dem Blümchen geworden? Ich bin hart verwirrt. Ja, okay. Moment, was? Verdammt, ich kann nicht aufhören. Hut oder Hirn? Hut oder Hirn? Hut oder Hirn? Schinken oder Käse? Schinken oder Käse? Schinken oder Käse? Hut gewinnt. Was? Was? Alter. Ah. Okay, das überfordert mein Gehirn so kurz nach dem Aufstehen jetzt auch definitiv. Boah, was? Ah, wenn ihr selbst euer Hirn mit frischen Sachen durchwalken wollt, Mitose ist das richtige Spiel dafür. Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und, Alter, ich kann euch sagen, ich habe beim Antesten ein paar richtig kaputte Sachen gesehen, die habe ich jetzt hier gar nicht mehr hinbekommen. Also es gibt definitiv noch richtig, richtig kranken Scheiß damit bei. Und welche Drogen auch immer der Entwickler genommen hat oder die Entwickler, ich möchte sie auch haben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.